Wollen wir anfangen? Ja. Oder noch weiter schweigen? Nein. Folge 9. Folge 9. Game of Thrones. Am 28. November 2013. Das heißt, morgen ist der 29. November 2013. Ja. Und was heißt das? Das heißt, dass da Gia Geburtstag hat. Genau. Und was dir wahrscheinlich wichtiger ist, ist, keine Ahnung, was anderes. Nein, ich, keine Ahnung. Ich dachte, irgendwas ist am Freitag. Naja, Gia hat Geburtstag. Ja, mir fiel auch gerade nichts zu denken, für sie ein Ding. Okay, das ist also die PlayStation 4 kommt raus. Das ist also der wichtigste Tag des Jahres. Aha. Neben dem Erscheinen von der Hobbit Teil 2. Oder? Ja. Ja. Na, der ist wichtiger als die PlayStation. Nee. Kommt ja nicht nur alle 7 Jahre. Ja, ist quasi schon. Hast du schon vorbestellt? Nee, Nick hat 2 vorbestellt und ich krieg eine davon. Weil er sich nicht entscheiden konnte, welche er davon wieder abbestellt. Hä? Also eine ist so ein Bundle mit einem Spiel und dann hatte er aber, bevor es diese Bundles gab, sich noch eine ohne irgendwelche Spiele. Okay, hier und ist übrigens Handlung. Nee, schicke ja, Handlung. Handlung. Ist doch im Endeffekt auch wieder nur so ein Gespräch mit irgendeinem alten bärtigen Kerl. Okay, der besteht diesmal aus Flammen. Aber. Ach, das ist auch ein roter Priester. Mhm. War er geheimnisvoll? Er war geheimnisvoll, ja, oder? Er fasst sich kurz, immer. I will not return to Braavos. I must take my rightful place here. Riverspring. What is that, Master? Nein, ich werde ein roter Priester und ein Lord zugleich. Mhm. Ein roter Lord. I did not say that. I am and will remain devoted to a Lord. So ein Fanatiker, das mag ich ja. The fact that I remain in Westeros in no way changes my dedication to our. Ich verstehe auch nicht, warum die noch nie daran gedacht haben, mal so diese roten Priester so ein bisschen mehr in die Politik zu schicken. I believe that our organization would do well to have a Lord of Westeros devoted to our cause. The light of R'hllor will shine upon my subjects and neighbors. Genau, weil ich meine, wenn der Lord den Glauben hat, ist doch super. Gerne, kennt ihr doch alle. Our order has little representation in the continent of Westeros. Da gibt's ja auch zu viele andere Götter. I may need you to send me Denyo to help me in this task. It will be done. No more than the truth. Ohne begrenzte Kapazitäten. Ja. I will inform the rest of the clergy. Ja, das Monatsbudget ist schon überschritten, ja, für deine Wallfahrt. I thank you, Master Bathyrius. Nein, möge das Licht über euch wachen. Nein, möge das Licht über euch wachen. Nein, du legst auf. Jetzt müsste er sich so wie in so einem schlechten Teenie-Film so aufs Bett werfen und so, wuh, ist das weich! So drauf rumhüpfen. Und dann noch mit dem Bein in die Luft. So. Ja, genau. Das wäre super. Riverspring has recognized his authority and it would seem that he has decided to stay for good. Indeed. I spoke to him about it and he has decided to take on his responsibilities. Er war 10 Jahre weg, aber plötzlich ist er wieder da. Maester Harwin, do you truly believe that he has a chance of changing his mind? Totales Makeover, kommt er so aus seinem Raum raus, so, boah. Have confidence in your brother, Illyana. Boah, auch so einen riesigen Klamottenschrank wie Dr. Who, wenn ich mir was aussuche. Oh, nee, vorher war es besser. Naja, ist schon ganz geil. Oh, jetzt hat er euch die Kehle durchgeschnitten. I don't doubt my brother, I doubt Valar. Worry not, little sister. Na, und? Dum-dum. Das Spiel ist abgestürzt. Aber ich wollte wissen, wie er jetzt aussieht. Aber das Spiel wird es uns erst nach einer kurzen Pause sein. Verdammt. Ich weiß es nicht. Da sind wir wieder. Und, wenn wir jetzt sehen, wie er aussieht? Und oh, ist der schön. Er hat sich die Haare geschnitten. Mit einem Messerschnitt. Ja. Ratsch. So eine schicke Frisur. Aber typ, Gott, geil ist. Schöner Mann. R'hllor, as my witness, I will be the new master of Riverspring. Ich glaube, ich fahre demnächst mal nach München und sag, R'hllor sei mein Zeuge, ich bin jetzt der neue Herr von München. Scheint aber ja gut zu sein. Was willst du denn in München? Weiß ich nicht. Mal ein bisschen aufräumen da. Seehofer mal in die Schranken weisen. Die unglaublichen Risiken. Bla. Wird das vorgelesen? Also. Oh, wir haben ja Errungenschaft freigeschaltet. Ist ja auch schön. Nein, ich frage nur, ob das gerade vom Spiel vorgelesen so, wird. Ich höre keinen Sound. Nein, ich höre nichts. Die unglaublichen Risiken, die ihr auf euch genommen habt, haben dazu beigetragen, eine drohende Wildling-Invasion abzuwehren. Dies ist ein großer Sieg für die Nachtwache. Ihr habt die Schenkung von einem der gefährlichsten Anführer der Wildlinge befreit, obgleich der Verlust einer Patrouille ein hoher Preis war. Terrence! Überdies wurdet ihr beinahe selbst getötet. Alleine gegen einen ganzen Stamm euer Schicksal hätte besiegelt sein sollen.
Ihr verdankt euer Leben dem rechtzeitigen Eintreffen eurer Brüder, die die Plünderer bezwangen. Das war das Letzte, was ihr gesehen habt, bevor ihr bewusstlos wurdet. Aha. Hat er sich aber schön aus der Bredouille befreit, indem er einfach weggefaintet ist. So. Oh nein! Mors! Zeig mal seine halbe Hand. By the gods, Mors. Only you would take on so many wildlings. Aber mal eine Frage, wieso haben alle in Westeros diese tiefhängenden Kapuzen? Damit sie keine Haare animieren müssen. Ach so. Hm. Und die Gesichter nur so halb animiert sein müssen. Bla. Hat schon Schlimmeres gesehen. Hätte nicht das für mich. Was war er? War er abgebrüht oder so? Ja, war so ein bisschen härter. Abgebrühter, so ein harter Typ. Harter Knochen. Mhm. Ah, ja, gut. Mach das, ja. Genau. My hide has always been tough enough. But you did take your time, my friend. Wo waren die Trolle? Mit Trollen wäre es vielleicht gefährlich geworden, aber da waren keine. You didn't leave very many for us. Despite all that, I owe das hätte ich doch niemals offen zugegeben. Dass ich denen mein Leben verdanke. My life for my brothers. Corrin, there was another ranger with me. A little thief from Fleabottom. Ah, der ist auch tot. I stationed him up there with his bow. Did you see him? Neither him nor his body. You're the only survivor we've had. Wo ist er hin? I see. I'll try to find out what happened to him. I must find him before reporting to Lord Commander Mormont. Nein, Terrence ist gestorben. Er wurde zu einem Eiszug. No. Aber die sind doch jetzt auf dieser Seite der Mauer. Jaha. Wir denken, sie sind sicher. Oh Gott. Die Geschichte von Westeros hat neu geschrieben. Und die ganzen Bücher haben noch eine zweite Zeitlinie. Ach du Scheiße. Du meinst, es brennt. Und es wird alles so timey-wimey wie Dr. Who. Timey-wimey? Schnippe dich nach? Auf Deutsch? Wir haben nämlich gerade die Jubiläumsfolge von Dr. Who gesehen. Wunderschön. Es ist alles so ganz wirr. Alles wirr. Weil da alles immer durcheinander und die Zeit und so. Und so weiter und so fort. Also Doctor Who unbedingt gucken. Das nur an dieser Stelle. Aber das hört man ja aller Orten. Also da sind wir ja nicht die Ersten, die das sagen. Aber die Coolsten. Gut, klar. Wir sind auch die, denen ihr am meisten vertraut, wenn es um mediale Sachen geht. Offensichtlich, sonst hättet ihr uns ja nicht abonniert. So. Da komme ich nicht durch. Es sei denn, ihr habt zufällig das Video angeklickt und seid eingeschlafen und wacht gerade in just in dem Moment wieder auf. Und hört das jetzt und wundert euch, wer hier mit euch redet. Genau. Ich bin's, Dennis. Neben mir sitzt Karin. Hallo, Karin. Hallo. Warum ist da eigentlich nur der Hund oben angezeigt? Wieso? Ich bin doch auch angezeigt. Well. Nee. Achso. Body over there. Ja, keine Ahnung. War das schon immer so? Ich glaube schon. Aber der Hund ist gar nicht da. So, jetzt muss ich hier auf Spurensuche gehen. Vielleicht habe ich den Hund in so eine Blase reingestopft, so wie so ein Pokéball. Wenn ein Kampf ist, dann schmeiße ich den und dann kommt der Hund wieder. Komm raus, das da oben ist quasi die Pokéball-Anzeige, was ich alles habe. Möglich. Ich kann ja auch noch andere Tiere einsammeln. Sammle mal andere Tiere ein, du gemeine Tierquälerin. Was? Überhaupt die den Pokébällen, also das finde ich ja nicht schön. Ach, da ist der Hund. Ja. Aber wo ist unser kleiner... Also ich habe das ja nicht exzessiv in meiner Jugend gespielt. Ich habe das gar nicht in meiner Jugend gespielt. Nee, du hast das erst gespielt, als du schon erwachsen warst. Das ist ja noch besser. Erwachsen, aber auch nur ein paar Tage. Reicht ja wohl. Scheiße, also hier ist eine nachvollziehbare Levelbegrenzung. Da ist ein Vogel. Okay. So, hier gab es doch auch irgendwie eine Karte, oder? Karte. Was für eine Karte? Die ist ja hilfreich. Hä? Erdgeschoss, so, wo ist er denn jetzt? Ach so, das ist der Turm. Wir sind da, wo der Pfeil ist. Ja, mir geht's ja nicht um mich, mir geht's ja um den anderen. Ich muss ja jetzt erst den Jungen suchen. Das ist ja jetzt meine Aufgabe. Ne? Na, der wird wohl kaum eingezeichnet sein, wenn es seine Aufgabe ist, ihn zu suchen. Ach, komm schon. Ein bisschen Hilfe wäre schon schön. So, kehrt zur Brüstung zurück, wo ihr Poddy zurückgelassen habt, um herauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Also zurückgehen. Naja, genau, da war ich ja eben. Da habe ich mich gewundert, dass da nichts war. Warst du bei der richtigen Brüstung? Wahrscheinlich nicht. Ich bin eine Etage zu weit oben gewesen, glaube ich, als ich geguckt habe. Weil ich muss jetzt hier eins wieder nach unten. Ist ja hier schon fast wie bei Batman. Man muss so Rätsel lösen und Bösen verdreschen. Ist eigentlich ziemlich das Gleiche. Da war er nämlich, genau. Aha. Da, genau. Wo ist er hin? Gott. Nur sein Bogen ist um. Er hat sich in Luft aufgelöst. Zu Staub zerfallen. Die hatten solche Waffen wie bei Tor 2, wo man so implodiert. Boah, cool.
Das hätte ich auch gerne. Das ist irgendwie Quatsch. Ja, ist es. Tracks to find out where he ran off to. Okay, Leibwechselkräfte. Wenn Morse auf seine... Achso, okay, genau. Mein Hund, Hundi, Hund, Hund. Fährte aufnehmen. Drück A und halte RT. Dem mir folgt. Daraufhin soll es ein leichtes sein, das gewünschte Objekt und die gewünschte Person. Bla, machen wir. Machen wir, machen wir. Also erstmal X. Nee. Achso. Und du warst gerade X. Genau, ich war schon der Hund. Aber... Und jetzt schnuppern. Mit A und RT. Mach ich gerade. So. Falsch. Nee, ich glaube, du musst zurück. So. Aha. Ja, macht ja auch keinen Sinn, dass er durch die Wand gelaufen ist. Wir sind ja nicht bei Harry Potter. Muss ich eigentlich vielleicht A ist er ja wie so Nick, der immer an die Wand rennt. Nick rennt an die Wand? Hat das nicht erzählt am Samstag? Wer war das? Dass in der Hoffnung, dass die Wahrscheinlichkeit... Achso, ja, doch, Nick war das. ...mit den Teilchen, dass, sie sich, dass er durchgehen kann. Ja, dann dass er in der Wand quantenphysikalisch fest. Vielleicht in der Wand genau. feststecken könnte. Okay, er ist, glaube ich, nach oben. Oh, was will er denn da oben? Jetzt hört die Fährte auf. Nee, er ist da durch das Loch gebrochen. Nein, er ist hier nach oben. Nur auf der Treppe können sie dieses Geflimmer nicht darstellen. Er ist so hochgesprungen. Nein, sie, so. Ich glaube, das hat technische Gründe. Du willst aber auch gar nichts Mysteriöses mit reinbringen. Ich meine, er kann doch da die ganzen Stufen hochgesprungen sein. Ja, das ist sehr, ja. Und jetzt ist die Frage, warum kann er das? Poddy. Hat er irgendwelche Kräfte? Er ist das Pudding-Poddy. Er kann X-Men. Die Treppen machen. Ja, er ist ein früher X-Men. Aber es ist, X-Men hat ja ab jetzt auch was mit Zeitreise zu tun, also insofern... Wieso? Naja, der nächste Film ist doch mit Days of so, Future Past, ja. ist doch so ein bisschen zeitreisemäßig. Ja. Sogar ja, ein bisschen ja. sehr so. Und ja, hier oben war ich doch eben schon. Ja, da war ich eben auch aber schon. Warst du kein Hund. Ja, super. Ach man, ey. Arten von Fährten. Es gibt okay, verschiedene Arten von Fährten. Gelbe Fährte, die Questfährte, der ihr folgt. Grüne Fährten, andere Questfährten. Blaue Fährte, Fährten von Erkundung. Rosane Fährten, Fährten von schwulen Menschen, die umgekehrt haben. Was zur Hölle? Um einer anderen Fährte zu folgen, öffnet euren Fährtenkreis und gleichst. Ich habe aber nur eine Fährte. Nee, da ist doch nur eine pinke oder blaue oder was ist denn so? Wo? Geh da mal hinten. Na, da hinten ist es doch noch nicht nur gelb, sondern auch so blau. Schwule. Mach mal weg, das Ding. Ja. So, jetzt gehen wir da hin. Guck mal, da sind noch zwei Farben. Okay. Entweder nimmst du jetzt die blaue oder... Ja, zur gelben müssen wir ja dann eh. Also gehe ich erstmal zur blauen. Dann gehst du erstmal zur blauen. So, kann ich jetzt da hoch? Na, guck mal. Da ist was. Das kannst du aber nicht einsammeln wahrscheinlich. Nee, muss ich wahrscheinlich als Mensch machen. Oder du merkst ja, dass das was ist. Kann ja auch einfach mal... Ja, nicht, dass dann der Geruch weg ist. Nein, Quatsch. Wie ist denn der Hund so schnell wieder runtergekommen? Tja, noch ein Mysterium. Der ist auch die Treppen so runtergehüpft, wie Poddy die hochgeht. Wie bei Lost hier, lauter eine Frage nach der anderen. Und am Ende ist alles nicht passiert. Am Ende sind alle tot. Am Ende sind alle tot, wie genau. von Anfang an. Oh, ups, Spoiler-Alarm. Nee, war doch so, der Hund hat doch alles geträumt. Ne, sowas. Wie, jetzt ist da nichts? Das ist da nichts. Oh, war ja mal total sinnlos. Und wenn, ist die Fährte auch noch weg? Nein, alles da. Aber als Hund kannst du da nicht irgendwie... Was ist denn das? Ranspringen? Beute entdeckt. Gehen wir Maus auf die Schere. Ich muss erstmal mich direkt davor stellen und A drücken. Das macht ja klar. So. Und ich kann... Eine Fiole, Mensch. Na, der Hund hat kein Gedächtnis, deswegen... Ah. Wenn er wieder zurück... Und dann... Ah. Oder so. Whatever. Gut, dann folgen wir weiter der gelben Fährte. Wir wollen schließlich noch erfahren, was mit Poddy passiert ist. Ey, da fängt man mit alles da an, schneidet sich die Haare und ist am Ende auf der Suche nach Poddy. Also am anderen Ende des als Landes. Als ein hässlicher Hund. Als ein hässlicher Hund. Das ist einfach irre. Dieses Spiel ja hier, Schlag auf Schlag. Und lauter Mysterien. Und lauter Mysterien. Ist schlimmer als Fringe oder sowas hier. Fehlt nur noch das FBI, das hilft. Hallo. Da ist aber nicht die Fährte. Nö. Aber der Hund läuft so langsam, dass ich mich dachte, ich guck mich mal so ein bisschen... Da ist ein Vogel. Einfangen. Ja, der gehört jetzt mir. Dunkle Schwingen. Die Krähe hat Poddy gefressen. Ja, die Krähe ist Poddy. Deswegen kann er auch die Treppen so überspringen, weil sie so fliegen kann. Ach so, jetzt gibt's alles einen Sinn. Plötzlich da ist deine Levelbegrenzung. Ja, jetzt ist sie... Immer. Morse rufen. Aha, guck mal. Und Morse kommt direkt an. Das ist super. Hab ich das gewusst. The footprints show that Poddy was alone. Warum ist Poddy denn da lang gelaufen? The Craven wasn't being chased by wildlings. He
Mulwarft ist doch dieser Ort, oder? Wo die Leute wohnen. Scheiße, das war jetzt sehr exakt. Genau, wo der Unterirdische. Das war das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Ja, ich auch. Nee, da ist ja alles unterirdisch. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja auch eine unterirdische Bäckerei, eine unterirdische Fleischerei. Aber es gibt auch diesen unterirdischen Puff und der ist total super. Also habe ich mir sagen lassen, von jemandem, der da schon mal war. Ich war da natürlich selbst noch nicht. Ach, du kennst jemanden aus Westeros? Ich kenne jemanden aus Mulwarft. Cool. So, aber dazu kommen wir dann später. Später mehr, ja. Unterirdische Puffs gibt es erst später. Ich kann ja nochmal in Mors schlüpfen, um hier stattlich im Schnee zu stehen und die Folge zu beenden. Gut. Macht's gut. Bis dann.